Thomas Hessler hat momentan viel zu tun. Vor zwei Wochen war er mit Lothar Matthäus in Shanghai und trainierte mit dortigen Jugendmannschaften, vor wenigen Tagen war er dann zu Gast bei einem Berliner Radiosender und am Sonntag ist er Teil einer Werbekampagne des DFB für die deutsche EM-Bewerbung. Icke, wie er auch fast 15 Jahre nach seinem Karriereende als Profifußballer genannt wird, ist immer noch ein gefragter Mann, und das weiß er auch. Gehört halt dazu als Welt- und Europameister. Seine Lieblingsbeschäftigung sind solche Termine dennoch nicht. Die Hauptsache ist der Fußball. Dass ich auf dem Platz bin, ist das Wichtigste für mich, sagt Hessler. Ich liebe den Duft des Rasens. Die Bälle fliegen herum und die Tore stehen bereit. Fußball hat mein Leben bestimmt und solange ich gesund bleibe, möchte ich das auch weiterhin machen. Seit zwei Jahren geht der 52 Jahre alte Weddinger seiner Leidenschaft wieder in seiner Heimat nach. Im Sommer 2016 begann er als Trainer bei Club Italia, 8. Liga. Ein Aufstieg und eine Fusion später will er mit dem Verein, der nun Berlin United heißt, weiter nach oben. Viel weiter. Irgendwann soll es in den Profifußball gehen, in dieser Saison heißt das Ziel aber erstmal Aufstieg in die Berlin-Liga. Nach vier Spieltagen sieht es für Hessler und seinen Club gut aus. 12 Punkte, Tabellenführer. Kann sich sehen lassen. Am Sonntag, 14 Uhr, soll der nächste Sieg folgen. Der Berliner Fußballverband hat das Heimspiel am Spandauer Damm gegen Fortuna Biesdorf für eine Werbekampagne ausgewählt. Passt schließlich ein Europameister für die EM-Bewerbung 2024. Durch eine Fusion wurde aus Club Italia Berlin United Hessler versucht all die Nebengeräusche auszublenden, bei ihm steht der Fußball im Mittelpunkt. Wir haben eine neue Mannschaft mit tollen Charakteren. Es freut mich, mit so einer grandiosen Truppe zusammenzuarbeiten, sagt Hessler. Berlin United ist in der Landesliga der große Favorit und das nicht ohne Grund. Mit Lennart Hartmann, immer noch jüngster Spieler in Herthas Bundesliga-Geschichte, und dem ehemaligen Drittligakicker Kevin Kruschke trainiert Hessler zwei ehemalige Profis. Dazu kommen mehrere Spieler mit Regionalliga-Erfahrung. Wir haben die Ambitionen, so schnell wie möglich hochzukommen. In diesem Umfeld und mit solchen Möglichkeiten zu arbeiten, ist wunderbar, sagt Hessler, warnt aber vor Überheblichkeit. Wir müssen die 7. Liga richtig annehmen. Es wird schwer genug. Wenn wir nicht immer an unsere Leistungsgrenze gehen, bekommen wir Schwierigkeiten. Deshalb erwartet Hessler auch im Training vollen Einsatz. Dreimal pro Woche fordert er sein Team, und auf eine Sonderbehandlung sollten auch die für den Amateurfußball großen Namen nicht hoffen. Keiner kann sich sicher sein, dass er im nächsten Spiel aufgestellt wird, sagt Hessler. Der größte Unterschied zum Profifußball ist für ihn die Kadergröße. Während bei den Profis 25 bis 30 Leute dabei sind, hast du bei den Amateuren im Training manchmal nur 6 Spieler. Bei Berlin United geht es aber auch diesbezüglich schon deutlich professioneller zu. Jetzt haben wir im Durchschnitt 16 Leute beim Training. Wir haben eine Truppe mit einer tollen Mentalität. Was ihm besonders wichtig ist, die Mannschaft hasst es zu verlieren. Hessler ist schon seit 12 Jahren Trainer, das gilt auch für Hessler selbst. Erst in seiner aktiven Karriere, die er zum Großteil beim 1. FC Köln, AS Rom, Karlsruhe SC und 1860 München verbrachte. Und seit 2006 als Trainer. An die Erfolge als Spieler konnte er dabei noch nicht anknüpfen. Er arbeitete als Assistent beim 1. FC Köln, mit Bertie Vogts in Nigeria und dann im Iran. Spaß macht es ihm dennoch. Fußball ist schließlich Fußball, ob 1. oder 7. Liga. Mit Berlin United soll es trotzdem so schnell wie möglich nach oben gehen. Vereinsgründer und Vorsitzender ist Stefan Teichmann.
Der Projektmanager überzeugte den damaligen Präsidenten von Club Italia, Giovanni Bruno, von einer Zusammenarbeit. Der noch junge Verein Berlin United, der bis dahin nur aus Jugendmannschaften bestand, fusionierte mit Club Italia. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was in den letzten 8 Monaten passiert ist, sagt Hessler. Der Verein will sich von den 4 hiesigen Clubs abheben und für Berlin und Brandenburg stehen. Bär und Adler sind zusammen mit dem Brandenburger Tor im Wappen abgebildet. Damit soll der Club auch für zahlungskräftige Sponsoren interessant werden. Ambitionierte Projekte gab es in Berlin in den vergangenen Jahren schon viele, die meisten waren nach ein paar Jahren schon wieder Geschichte. Auch Club Italia hat damit leidvolle Erfahrung gemacht. Bei Berlin United soll das anders laufen. RB Leipzig in klein, könnte man meinen. Den Vergleich mit Leipzig kann man teilen, sagt Thomas Hessler auf Nachfrage. Wir hoffen natürlich, eine ähnliche Erfolgsgeschichte zu schreiben. Es wäre schließlich nicht das erste Mal im Fußball. Wir wollen langfristig in den bezahlten Fußball. Irgendwann will Berlin United hinter den etablierten Vereinen Hertha BSC und 1. FC Union die Nummer 3 in Berlin werden. Das haben sich schon viele Clubs vorgenommen, gelungen ist es bisher niemandem. Deshalb warnt Hessler, das ist aktuell noch Wunschdenken. Wir können nicht erwarten, dass wir in den nächsten Jahren immer aufsteigen und in die dritte Liga reinrennen. Es wird auch mal Rückschläge geben. Aber ja, wir wollen langfristig in den bezahlten Fußball. Hessler soll ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu diesem Ziel sein. Sein Vertrag läuft bis 2020 und bis dahin profitiert der Verein nicht nur von seiner fußballerischen Erfahrung, sondern auch von seiner Anziehungskraft auf Sponsoren und Medien. Mir macht dieses Projekt sehr viel Spaß, sagt Hessler. Wenn wir erfolgreich sind, kann die Zusammenarbeit bestimmt auch über 2020 hinaus fortgesetzt werden. Aber zunächst müssen wir unsere Aufgaben erfüllen. Mehr zum Thema dazu gehört in näherer Zukunft vor allem der Aufstieg in Berlins höchste Spielklasse. Die vergangene Saison mit Club Italia lehrte Hessler aber, dass es nicht immer nur vorangeht. Ein Sponsor sprang ab und einige Spieler verließen aufgrund der ausbleibenden Zahlungen den Verein. Knapp ein halbes Jahr war zum Vergessen, sagt Hessler. Mit den neuen Strukturen bei Berlin United soll so etwas nicht noch einmal passieren. Punkt. Dafür nimmt Thomas Hessler auch den ein oder anderen Werbetermin gerne auf sich.